Moin Freunde und willkommen zurück zu einem weiteren neuen Fortnite Rette die Welt Waffen Vorstellungsvideo, beziehungsweise in dem Video möchte ich euch eine krasse Kombination mit dieser Waffe und einem Helden sowie Einheitenboni zeigen. Und ja Freunde, ich weiß, im letzten Video, was ich gemacht habe mit der neuen Phantom Waffe, beziehungsweise die neue Waffe, was im Fanshop kam, gab es einige Unklarheiten, weil die meisten ausgegangen sind, dass ich da die besten Perks zeige. Ich gebe zu, ich bin nicht der Beste damit, sich mit den Perks zu befassen. Ich muss da immer auch selber nachfragen, was wirklich die besten Perks sind. Das habe ich aber auch in den Videos gesagt. Nichtsdestotrotz möchte ich mich bei euch entschuldigen für diese Unklarnissen. Ich wollte niemanden hier irgendwie zwingen, diese Perks zu nehmen oder zu behaupten, das wären die besten. Habe ich auch nicht getan. Und in Zukunft werde ich mich auch jeden Fall besser informieren mit den Perks, die ganzen Sachen, so wie jetzt bei dieser Waffe. Ich hoffe, euch wird das Video gefallen. An dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön an den Deadeye Ralph, der mir diese Waffe zur Verfügung gestellt hat. Er hat sie für mich gecraftet und die Perks auch belegt. Und anscheinend sollen das auch wirklich gute Perks sein. Wenn ihr sagt, es sind falsche Perks, dann bitte schreibt eine richtige Kritik in die Kommentare. Schreibt, was daran falsch ist. Und an der Stelle, Leute, würde ich sagen, wir fangen jetzt mit dem Video an. Viel Spaß! Zombie, Digga! What the fuck? Wusch! So, Freunde, dann begrüße ich euch wieder recht herzlich zu diesem Video. Und zwar haben wir heute am Petto die Drachengebrüll. Also die Fernkampfwaffe Drachengebrüll ist auf legendär. Und die gab es zum Frühjahrsevent. Konnte man bei einem Event, ja wie gesagt, bei diesem Event freischalten. Habe ich auch gemacht, aber ich habe die Waffe noch nicht hochgelevelt. Weil ich am Anfang auch gesagt habe, die Waffe war jetzt nicht so mein Geschmack. Bis ich zu dieser Kombination gekommen bin und ich schon seit längerem mit dieser Kombination auch spiele. An der Stelle nochmal danke an Ralf und an lieben Seikfist, die mir diese Info gegeben haben, dass diese Waffe so OP ist mit dieser Kombination, aber dazu kommen wir gleich. So, zu den Perks, Freunde, das ist eine vorgecraftete Waffe mit den, ja, ich sag mal, besten Perks. Ich will jetzt nicht behaupten, dass die Perks jetzt von mir empfohlen wird. Anscheinend wurde mir so gesagt, das sind Perks, die wirklich gut für die Waffe ist. Wenn ihr aber sagt, hey, pass auf, es gibt diese Perks, die du für diese Waffe nutzen kannst, dann schreibt das einfach in die Kommentare. Wenn ihr das als normale Kritik schreibt oder zum Beispiel als kleine Tipp für die anderen, dann ist das völlig in Ordnung. Wie gesagt, ich will niemandem sagen jetzt, benutzt diese Perks, denn die sind zu 100% wirklich die besten. Will ich jetzt überhaupt gar nicht sagen. In den Kommentaren müsst ihr einfach mal reingucken, Leute. Da stehen die besten Perks dann drin. Ich denke mal, die meisten werden dann ihre Perks reinschreiben, was man drauf machen soll. Dann denkt dran, wir sind eine Community und wir helfen gegeneinander. Was heißt gegeneinander? Zueinander. Auf jeden Fall, ja, wir haben hier erstmal das Element Feuer mit 20% Schaden, dann haben wir 30% Schaden Perk, 75% Magazingröße und 40% Kopfschussschaden. Dann 45% Schaden gegen leidende Ziele und als zu guter Letzt, Leute, dieses Perk feiere ich am meisten. Beim Töten spawnt eine römische Kerze an der Position des Feindes 8 Sekunden Abklingzeit. Das werde ich dann gleich euch zeigen. Ich finde dieses Perk richtig stark, weil wenn dieses, ja, ich sag mal, diese Kerze spawnt, die tötet dann im Umkreis von, ich sag mal, ein paar Meter, ich sag mal, eine Kachel, was die, wenn die Hüllen da durchlaufen, werden die ganzen Hüllen dadurch zersiebt. Das seht ihr dann gleich im Gameplay, Leute. Und dann haben wir hier Sturmgewehr. Halbautomatisch ein Gewehr mit mäßiger Schussrate und Kapazität, das mehrere Gegner durchschlagen und in Brand setzen kann. Feuerschaden ist effektiv gegen Naturgegner, aber schwach gegen Wassergegner. Das Tolle daran an der Waffe ist, hat auch Leitschaden. Das ist toll. Und ganz genau werden wir, also die ganzen Sachen werden wir jetzt in-game auf jeden Fall angucken. Aber bevor es weitergeht, jetzt kommen wir zu dieser, ich sag mal, zu dieser Kombination. Und zwar, Freunde, mit der Kombination mit der Häuserkämpferin Headhunter oder allgemein ein Häuserkämpfer, wenn ihr den habt, Freunde, nehmt den als primären Slot und als zweiten Einheitenbonus könnt ihr auf jeden Fall wieder einen Häuserkämpfer nehmen. Hier in meinem Fall der Skull Trooper. Ich habe ihn noch nicht so weit hochgelevelt, wollte ich eigentlich machen, bin aber noch nicht da ganz dazu gekommen, weil mir gerade die XP fehlen, bin aber noch auch ein bisschen im Farm. Ihr wisst, in letzter Zeit war Rettet die Welt ein bisschen für mich mager, sage ich mal, weil einfach ein bisschen die Enttäuschung da war, was letzte Zeit passiert ist. Aber das hole ich wieder ein, Freunde, für euch. Auf jeden Fall, wir haben als Boni verbesserter Kopf, also verbesserte Kopfschüsse. Erhöht den Kopfschussschaden-Multiplikator von Fernkampfwaffen um 20% und Unterstützungsboni werden auf deinen Haupthelden angewandt.
So, und als dritten Slot, das ist eigentlich ja, kommt drauf an, was ihr so Gutes drauf habt, ne? Also ich kann, im dritten Slot kann ich euch jetzt nichts Krasses empfehlen, was ich jetzt hätte. Vielleicht habt ihr da eine bessere Kombi. Ich habe hier zum Beispiel die Meistergrenadierin Ramirez drin, weil damit habe ich dann einen Wildnis-Spezialist, dass ich mich selber heile. Gut, ich würde sagen, Freunde, wir suchen uns jetzt eine krasse Mission und testen die Waffe mal in Aktion. Bis gleich. Wusch. So, Freunde, wir sind in einer Mission reingekommen und zwar auch noch ein Sturmschild. Das ist richtig krass. Und jetzt können wir die Waffe natürlich in Aktion testen. Es ist dieselbe, die ich euch gerade vorgestellt habe. Rechts könnt ihr nochmal die ganzen Waffen, also die Perks, nochmal vergleichen. Nicht, dass ihr denkt, ich habe jetzt irgendeine andere Drachengebühr rausgenommen. Und jetzt, das Wichtige an der Waffe ist, Leute, wir müssen mit dieser Waffe und mit der Häuserkämpferin praktisch auf den Kopf schießen. Denn dann wird die Fähigkeit aktiviert, dass wir praktisch schneller schießen können und gleichzeitig noch mehr Schaden raushauen. Und die Waffe nimmt dann wirklich, also macht dann wirklich sehr, sehr großen, extremen Schaden. So, wir warten jetzt noch kurz, bis die nächste Runde beginnt hat. Da mache ich einen kleinen Cut rein. Wusch. Ach ja, und bevor ich es vergesse, die Waffe ist auf Schattensplitter. Solltet ihr auf jeden Fall auf Schattensplitter machen, um den größten Schaden rauszuholen, Leute. Wusch. So, Welle 2 von 4 beginnt und da können wir das dann direkt austesten, sofern hier jetzt mal ein paar krassere Gegner spawnen. Dann könnt ihr nochmal ganz genau beobachten, wie schnell man mit der Waffe schießt. Jetzt bei diesen Gegnern hier, die sterben ja fast schon One-Shot. Aber, genau, bei dem, der hält ja einiges aus. Da gehen wir mal schnell hin. Auch im Nahkampf ist die wirklich sehr, sehr gut, Freunde. Also, die Waffe kann ich euch auf jeden Fall ans Herz legen. Am Anfang habe ich sie kritisiert, weil sie mir nicht so gefallen hat. Aber mit dieser Kombination, Freunde, könnt ihr wirklich effektiv was rausholen an der Waffe. Natürlich müsst ihr auch treffen, nicht so wie ich jetzt. Schauen wir mal hier. Alle auf den Kopf ballern, dann schießt ihr auch schon schneller wie ein MG. Ja, man muss gut, also jetzt auf dem Controller muss man halt R2-Taste spammen und, oder L2-Taste, ich habe keine Ahnung, wie es auf der PS4 ist oder auf der Xbox One. Und auf dem PC muss man halt die Maustaste spammen, ne? Und das Wichtige dabei ist, dass man hier auch wirklich den effektivsten Kopfschussschaden rausholt, dass man auch auf den Kopf zielt. Dazu muss halt auch diese, müssen halt auch diese Perks passen. Das macht auch einen Unterschied. Und halt die Kombination mit den Helden, ne? So wie Headhunter und Headhunter im zweiten Slot. Ich habe jetzt bei mir, wie gesagt, die Häuserkämpferin Headhunter drin und den Skull Trooper. Und dadurch habe ich eine Effektivität auch bei dem Kopfschussschaden. Kann ich euch wirklich so empfehlen, kann ich mit gut spielen und jeder, der jetzt was anderes sagt, da habe ich jetzt keine Ahnung, warum er das anders sagt. Vielleicht hat er ja, teilt er meine Meinung nicht und sagt hier, es gibt was Besseres oder so. Dann einfach in die Kommentare damit, aber ich wollte einfach mal euch diese Kombination, für mich eine sehr, sehr krasse Kombi vorstellen, die wirklich sehr effektiv ist und mit der man wirklich sehr, sehr, sehr gut spielen kann. Und die Waffe könnte eigentlich schon fast jeder haben. Also die gab es im Frühjahrsevent, da hat eigentlich fast jeder schon, ich sag mal von den Stammspielern von Fortnite, die haben das auf jeden Fall schon da mitgespielt, das Event. Die Neulinge gehen vielleicht ein bisschen leer aus, es sei denn, sie haben es vom Geburtstagsevent gezogen und in die Sammlung gepackt. Leute, macht folgendes, holt das aus der Sammlung raus, die Skizze, levelt die hoch und schaut dann in den Kommentaren, welche Perks noch besser sein könnten als meine jetzt, die ich hier habe. Damit ihr die beste Kombi rausholen könnt. Auf jeden Fall ist es für euch wichtig, die Kombination mit den Helden zu haben, sprich zwei Headhunter, weil ich bin der Meinung, es gibt keine bessere Kombi, es sei denn, wie gesagt, einer sagt, yo, hier gibt es wirklich eine bessere Kombi, mach dies und das, dann bist du wirklich gut am Start, ne? So, jetzt will ich dieses Feuerwerkskörperchen auslösen, damit ihr das mal seht, das ist schon die Waffe, ne? Ja. Das Problem an der Sache ist, ich sehe jetzt gerade den Feuerwerkskörper nicht, oder ich habe den, glaube ich, übersehen. Schauen wir mal, ballern wir mal ein bisschen da rum. Ah, ich glaube, ich sterbe. Ich bin jetzt tot, Alter, das läuft. Bin hier, wir sind ja auch noch zu zweit hier. Ah, der hält mich. Oh, Ehrenmann, danke schön. Auf jeden Fall, Freunde, seht ihr die Haut wirklich. Ah, es ist. Schaut das Teil an. Schaut mal das Teil an. Seht ihr das? Das Teil zerstört die Hüllen. Hat eine 8 Sekunden Abklingzeit. Und ist eigentlich ein sehr, sehr krasses Perk. Da ist es schon wieder gespawnt. Wenn die Hüllen da durchlaufen, bam, die sterben. Richtig krasse Sache. Kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, die Waffe hochzuleveln. Allerdings, Freunde, muss ich euch sagen, und das werde ich euch gleich zeigen, dieses Perk, dieses letzte generierte Perk, das ist immer Zufall, ne? Ich habe da die Drachengebrüll-Skizze habe ich auch, aber ich habe dieses Perk nicht. Ich habe 30% Waffenschaden beim Zielen. Könnte ja nicht schlecht sein, aber es gibt wesentlich Besseres. Und ich finde genau das, was ich hier von der Waffe von Ralf habe, das ist richtig krass. Eventuell sagt jetzt einer, du Digga, dieses Perk, was du hast, das ist noch besser. Kann ja sein, weiß ich nicht. Ich habe die Waffe noch nicht getestet. Aber so wie die Waffe hier aufgebaut ist, abgesehen vom letzten Perk, muss ich euch sagen, wirklich, die geht wirklich sehr gut ab. Und mit der Kombination
macht ihr da nichts falsch. Ich will dazu jetzt nichts mehr sagen, also nichts Falsches mehr rausgeben. Wenn ihr weitere Tipps dazu habt, dann schreibt sie in die Kommentare für die Neulinge, Freunde. Die werden sich auf jeden Fall freuen. Und an der Stelle verabschiede ich mich, Leute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und denkt dran, wenn euch das Video gefallen hat und geholfen hat, lasst gerne ein Däumchen nach oben da und abonniert den Kanal, damit ihr nichts weiteres verpassen könnt. Bis zum nächsten Mal. Euer Wiss verabschiedet sich. Ciao.